Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Diskussionsgrundlage für die Debatte ist der Corona-Zuschuss für Bezieher von Leistungen, von Sozialleistungen und der monatliche Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro, was wir heute beschließen wollen. Ich könnte Ihnen jetzt die ganze Liste noch aufzählen, was eigentlich alles noch im Entlastungspaket enthalten ist, aber das haben wir heute schon, glaube ich, 20 Mal gehört. Deswegen spare ich mir das an der Stelle. Aber ich möchte trotzdem zusammenfassen, wir entlasten in der Breite der Gesellschaft, weil auch der arbeitende Teil der Bevölkerung von den Preissteigerungen betroffen ist, beispielsweise durch die Anhebung des Grundfreibetrags bei der Steuer, Arbeitnehmerpauschbetrag, Abschaffung der EEG-Umlage. Aber zeitgleich unterstützen wir auch ganz besonders stark diejenigen, die besonders stark von den Preissteigerungen betroffen sind. Und darum geht es dann heute auch in unseren Paketen. Denn dort stellt sich die Frage, ob am Ende des Monats überhaupt noch Essen im Kühlschrank drin ist oder der Monat weiterläuft. Es stellt sich die Frage, ob Kinder und Jugendliche noch mal Geld haben, um ein Schwimmbad zu fahren. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Kinder und Familien in den Blick nehmen. Und Herr Wittecker, ich bin etwas überrascht, dass Sie jetzt auch mit den Studierenden angefangen sind, weil Sie haben in der Pandemie nicht nur die Kinder und Jugendlichen viel zu häufig vergessen, sondern Sie haben auch vergessen, eine BAföG-Reform für die Studierenden zu machen. Die haben Sie nämlich nicht in den Blick genommen, und die werden wir jetzt angehen. Erste Schritte werden jetzt bereits erfolgen. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus Sicht der Freien Demokraten darf das Versprechen des Sozialstaates nicht nur sein, Menschen in der Bedürftigkeit zu versorgen. Das Versprechen des Sozialstaates muss es immer auch sein, Menschen aus der Bedürftigkeit zu befreien. Wenn jemand einen Schicksalsschlag hat, wenn er versucht, aus eigener Kraft sich herauszuarbeiten. Und Herr Wittecker, Sie haben nach der Bürgergeldreform gefragt. Und ich möchte Ihnen gerne genau ein ganz konkretes Beispiel dort nennen. Eine alleinerziehende Mutter in Hartz IV, die sich nicht einfach nur auf die Solidarität der Gesellschaft verlassen möchte, sondern sich selbst etwas erwirtschaften möchte, sich anstrengt aus eigener Kraft. Diese Frau, die hat von der Mindestlohnerhöhung, die wir richtigerweise heute eingebracht haben, recht wenig, wenn sie einen Minijob hat und gleichzeitig Hartz IV bezieht. Denn sie profitiert nicht immer davon. Sie hat einen 100-Euro-Freibetrag, und dann werden 80% angerechnet. Ihr Kind, wenn es arbeiten geht als Schüler, darf von den 450 Euro Nebenjob nur 170 Euro behalten. Das ist mehr als der Spitzensteuersatz. Kinder und Jugendlichen, der Zufall der Geburt entscheidet, ob sich meine persönliche Anstrengung, neben der Schule arbeiten zu gehen, in einer Tankstelle was zu verkaufen, Regale einzuräumen, ob sich das lohnt. Und wenn Sie nach der Bürgergeldreform fragen, wir werden die Hinzuverdienstgrenzen so anpassen, dass diejenigen, die sich in unserer Gesellschaft anstrengen, belohnt werden, weil das haben Sie in den letzten 16 Jahren verpasst. Und darum geht es uns als Freie Demokraten bei der Bürgergeldreform. Studien, ein OECD-Ländervergleich hat ergeben, dass es in Deutschland 6 Generationen braucht, bis man von einem niedrigeren bis zum mittleren Einkommen sich hocharbeiten kann. Im Vergleich in den skandinavischen Ländern sind es nur 2 Jahre. Wir sind auf einem Platz mit Chile, wenn wir über die soziale Mobilität in Deutschland sprechen. Ja, es ist notwendig und vollkommen richtig, dass wir Unterstützung und Entlastungsprogramme auf den Weg bringen. Aber die wichtigste soziale, gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der soziale Hintergrund, die Hautfarbe, das Geschlecht, Geldbeutel der Eltern nicht über Chancen im Leben entscheiden, sondern Leistung, Fleiß und Tatendrang. Deswegen bleibt es aus meiner Sicht, es kam ja immer wieder auf Fragen, auch aus der Opposition auf, hat der Koalitionsvertrag denn überhaupt noch seine Gültigkeit? Müsste nicht alles hinterfragen werden? Und ich finde es gut, dass auch die Oppositionsparteien beispielsweise ihre Energiepolitik, ihre Sicherheitspolitik hinterfragt, dass jede Partei im demokratischen Spektrum aktuell etwas auf den Prüfstand stellt.
Wir haben den Koalitionsvertrag auch in der Sozialpolitik auf den Prüfstand gestellt. Ich möchte Ihnen aber eins ganz deutlich sagen. Diese Koalition wird beweisen, dass wir auch trotz Krisen, die wir bewältigen müssen, weiter auf Fortschritt setzen müssen, weil Stillstand ist auch der Grund, wieso wir in der aktuellen Situation sind. Und unser Fortschritt heißt die Erneuerung des Aufstiegsversprechens der sozialen Marktwirtschaft, wie Ludwig Erhard es wollte. Und das freuen wir uns von Ihnen bei der Unterstützung der Bürgergeldreform. Ich habe einen Punkt beispielsweise genannt. Wir könnten über den Vermittlungsvorrang sprechen, damit Menschen in Ausbildung statt Aushilfen vermittelt werden. Wir könnten über das Weiterbildungsgeld sprechen, weil ein ganz großer Teil der Menschen in Hartz IV Langzeitarbeitslose sind und keine berufliche Qualifikation haben. Und wir könnten darüber sprechen, dass die Kindergrundsicherung gut ist, aber dass es eine Unmöglichkeit ist, dass das Bundesteilhabepaket, was Ursula von der Leyen auf den Weg gebracht hat, nur 30% der Mittel bei den Kindern ankommt. Und deswegen werden wir dieses Paket digitalisieren mit einem Kinderchancenportal. Liebe Ministerin, ich freue mich, wenn Sie dieses Projekt angehen. Ich glaube, wir haben viel vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Teutrine. Es war Ihre erste Rede, deshalb diese Nachsicht. Das wird nicht immer so sein. Nächste Rednerin ist die Kollegin Jessica Tatti.